Oh, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, wenn ihr das Video seht. Guten Morgen, Mittag, wie auch immer. Willkommen zu einer neuen Runde Kingdoms Reborn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken und kleiner dir besonders. Und ja, wir sind doch schon direkt im Spiel. Wollt da nicht mit den Ladezeiten so rumkaspern und wollt mal gucken, wie das jetzt hier so weitergeht. Nachdem wir unsere Kaffeerösterei gebaut haben, sieht das ja alles sehr erfolgsversprechend aus. Und da wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht, was wir als nächstes anstreben. Da können wir erstmal bei den Verbesserungen gucken hier, was hier so Masse ist. Ah, da brauchen wir erstmal noch Häuser. Ich denke, das könnte so das nächste sein, was wir angehen. Ein paar mehr Häuser. Und eben ein bisschen Nahrung noch mehr, weil da ist auch nicht mehr ganz so super. Da müssen wir mal gucken, wo wir das hintüdeln, was da eine gute Stelle wäre. Ist das hier nicht fruchtbar irgendwie? Nee, das ist nicht fruchtbar. Okay. Gab hier hinten ist noch was Fruchtbares und hier war noch, ne? Das war auch noch fruchtbar. Ja, klar, man könnte sich natürlich jetzt halt auch einfach Gelände fruchtbar machen und das würde sich hier hinten halt auch gut anbieten, wenn wir dann das Holz da weg haben. Ich würde jetzt mal eine Brücke darüber bauen. Mal gucken, wo wir eine Straße haben, die wir dafür benutzen können und wo das eigentlich auch mal ganz gut passt. Da werden wir jetzt erstmal eine Steinstraße bauen. Und zwar werden wir das so machen. Und dann werden wir eine Brücke bauen. Die machen wir so. Und dann werden wir die Straße da dran knüpfen. So. Und dann werden wir mal abchecken, wie das hier so mit Gelände ist. Dann werden wir erstmal gucken, dass wir hier was entfernt kriegen. Und dann würde ich sagen, hau rein, Kollege. Dann bauen wir hier Felder hin. Wir lassen da ein bisschen Abstand und auch hier vorne, damit wir da ein bisschen Straße und sowas hinbauen können. Und dann kann das Ding erstmal so, kann es erstmal kommen. Würde ich behaupten. Das wäre ein Ansatz. So, dann bauen wir die Straße mal hier durch und dann bis da hoch. Und eine darüber. Das machen wir erstmal so. Und dann werden wir hier, ich weiß nicht, ob wir, ja, wir werden wahrscheinlich Weizen anbauen. Das machen wir wahrscheinlich so. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Lagerhaus hin. Und dann könnten wir eigentlich schon das Lieferziel als das Lagerhaus festlegen. Machen wir halt vielleicht nochmal ein bisschen schneller, dass das auch heute was wird. Wir kriegen 5 Einwanderer. Ja, wir haben halt jetzt relativ Mangel an Arbeitern wahrscheinlich, weil halt auch wirklich viele, viele, viele Einwanderer an Altersschwäche sterben. An mit hier Bewohner. Dingens, wie heißt das? Ne? Die sterben alle an Altersschwäche. Das ist ein kleines bisschen auch der Wahnsinn. Muss man sagen. Mal gucken, was die jetzt hier so anstellen. Also sie sind schon am Dings dran, am Lager. Das ist gut. Ich würde dann hier vielleicht noch eine Bäckerei und eine Mühle hinstellen, damit das mit der Nahrungsversorgung besser abgedeckt ist. Jetzt müssen sie wahrscheinlich auch erstmal die ganzen Steine hier wegkloppen. Ja, das müssen sie machen. Mehr Steine wegkloppen. Zumindest das Lager schon mal ready to go. Dann könnten wir ja mal nach einer Mühle gucken. Die können wir direkt daneben stellen, wenn ich das richtig sehe. Kann man die effizienter anbauen? Ja, das weiß ich nicht. Glaube ich irgendwie nicht so richtig. Aber kann durchaus möglich sein. So, dann können wir das Lieferziel auch dafür festlegen. Aber Moment. Alles verbieten. Da machen wir Weizen rein und Weizenmehl. Auch da jetzt nicht mit eurem ganzen Gerumpel ankommen. Das könnte alles schon wieder da rausholen. Das könnt ihr alles schön wieder da rausholen. Alles. Sage ich euch. Dann können wir uns überlegen, ob wir hier noch einen Jäger hinstellen, weil ich würde versuchen, das Wildschweingedöns hier zu behalten. Aber ob das so klappt, das wird man dann sehen. Jetzt wird hier erstmal die
Mühle gebaut und dann könnten wir noch einen Bäcker daneben stellen. So, der wird aber nicht daneben passen, sondern den müssen wir dann schon eher so gegenüber aufbauen. Und das machen wir auch. So, und dann speichert er erstmal. So, und der kann hinliefern, wo er will. Ich will jetzt nur, dass das Rahmen hierfür halt erstmal da in der Nähe bleibt. So, jetzt haben sie das schon mal fertig. Das ist toll. Jetzt baut die eine. Baut jetzt hier das Gebäude. Da hinten liegen noch die Steine rum. Das ist toll. Altersschwäche sind wir noch ein paar drauf gegangen. Aber gut, das ist ja jetzt nichts Neues irgendwie. Mal gucken, wir sind bei 7000 Nahrung. Ich meine, der kriegt ja jetzt das Weizen. Ja, kannst du akzeptieren. Wir haben hier schwer Probleme, was das angeht. Dann die Straße wird nicht fertig. Das ist auch ganz abgefahren. Wir müssen aufpassen, dass uns das Holz nicht ausgeht. So rein zufällig. Das wäre irgendwie auch nicht ganz so cool. Aber der muss sowieso dann auch hier weg, weil da werden wir gleich da noch Häuser hinstellen müssen. Da werden wir gleich noch Häuser hinstellen müssen. Zwangsläufig. Geht gar nicht anders. Aber mal abwarten, wie sich die Sache so entwickelt, würde ich behaupten. Kann ja eigentlich nur schlimmer werden, würde ich behaupten. Ja, die Sache ist nicht einfach. Aber was willst du machen? Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Oh, geht schon los. Die Weizenernte ist schon im Laufen. Haben wir denn die Möglichkeit, hier das direkt auch mal zu verbessern? Das ist gut. So, haben wir das direkt gleich erstmal alles ein bisschen verbessert, damit die Sache hier auch Hand und Fuß hat. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit dem Holzfäller machen. Den würde ich ja dann irgendwo anders hinbauen müssen. Da müsste ich mal gerade gucken. Kann ich mal ein bisschen rauszoomen? Den könnte man entweder dazwischen stellen. Da müsste man dann halt hier noch eine Brücke hinmachen und das Viertel kaufen. Habe ich da Geld habe ich dafür genug. Gut, dann würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen, wo kommt denn hier die Straße her? Die läuft hier lang. Wenn ich das richtig sehe. Ich weiß es nicht so 100 Pro. Es ist ja gerade zugeschneit. Ich kann es nicht sehen. Ich würde jetzt auf jeden Fall hier mal so das Stück Straße bauen. Und dann würden wir hier eine Brücke bauen. Hier so rüber. Und dann würde ich hier so mitten rein. Ja. Das ist der Förster. Den würden wir mitten hier so reinstellen. So in die Richtung. Und dann würden wir zu diesem Förster die Straße legen. Das ist schon mal erledigt. Und dann, naja, müssen wir mal überlegen, wie es weitergeht. Das kann ich jetzt ja noch nicht sagen, ne? Bin noch nicht so ganz schlüssig. Aber irgendwie wird es weitergehen, weil wir wollen ja gerne, also ich für meinen Teil, erfolgreich sein mit der Geschichte hier. Nahrung steigt, das ist toll. Dann werden sie ja vielleicht irgendwann mit dem Holzfäller da angekommen sein. Und was haben wir denn hier noch? Das ist eine Jagdhütte, die haben wir hier auch noch stehen. Und die können wir ja theoretisch irgendwie versuchen zu integrieren. Warte mal, drei Einwanderer, ja, das können wir noch annehmen. Wo können wir die denn integrieren, die Jagdhütte? Ich würde sagen, ich stelle die hier irgendwie so neben. Moment, da müssen wir mal gucken. Eine Jagdhütte, bitte. Kann ich die hier so hintüdeln? Das passt wunderbar. Klasse. So, dann können wir die bauen. Und die hier, wie reiße ich denn was ab? Da, X ist es. So. Ja, das möchte ich gerne alles abreißen. Das tut mir aufrichtig leid, aber
Die Jagdhütte, die kann weiter bestehen. Der Holzfäller, der ist jetzt woanders. Da müssen wir gerade gucken, da haben wir gar keine Straße hingebaut. Das ist auch was, was ich nicht mag. Das kommt dann hier hin und dann so. Und dann ist das schon mal verbunden. Ach, da ist noch nicht mal der Holzfäller fertig. Wahnsinn. Ich mache mir hier Gedanken um anderen Quatsch. Alles klar, aber dann können wir ja zumindest hier schon mal gucken, dass wir vielleicht noch mal ein paar Häuser dahin stellen. Das ist ja dann vielleicht möglich. So, dann fangen wir mal hier auf der Seite an. Und dann bauen wir hier schon mal zwei Stück hin. Ja, das geht auch nicht anders. Weil das zu weit vorne wäre. So, dann stellen wir das dahinter. Dann machen wir dann drei Stück und dann machen wir die Straße. So, dann haben wir noch mal ein paar Häuser mehr. Es ist jetzt nicht mega viel, aber es ist ein bisschen was da. Ja, da wird ordentlich Weizen geholt. Ich habe doch alles verboten. Warum holen die das denn nicht mehr da raus? Na, wahrscheinlich, weil kein Platz mehr da ist. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Passen mal auf. Ah, hier habe ich bestimmt Sachen stehen. Oder ist überall das Ausgabelager voll? Was denn Quatsch? Sekunde, ich muss mal kurz. Kann ich denn hier? Ja, das machen wir einfach. Hier machen wir ein Lagerhaus hin. Und alles verbieten, bis auf Lehm. Und wir machen mal Ziegelsteine rein. Und dann hoffe ich, wenn ich jetzt hier Ziegelsteine zum Beispiel verbiete, dass sie das da schnell genug rausholen. So, dann verbieten wir mal hier über die Ziegel. Schon mal auf der Seite zumindest, dass die vielleicht in das Lagerhaus transportiert werden. Da dürfte ja jetzt eigentlich nur Ziegel rein und Ziegel und Lehm. Aber Lehm sehe ich jetzt hier gern rumliegen. Und dann gehen wir mal hier rüber. Und dann, hier sind nämlich auch Ziegel drin. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie für alle verbieten kann. So eine übergreifende Option habe ich da noch nicht gefunden für. Ich befürchte auch, dass es die gar nicht gibt. Ich finde auch diese einzelnen Lager irgendwie ein bisschen beknackt. Das ist, naja, ich weiß nicht. Das macht auch nicht alles so Sinn. Aber hey, es ist halt jetzt da, ne? Da muss man jetzt mit leben. Jetzt wird das wieder automatisch gespeichert. Habe ich hier vorne schon die Ziegel verboten? Ja, habe ich. Jetzt müssen sie dann vielleicht nur noch irgendwann rausholen. Das wird ja auch eine längere Geschichte, denke ich mir. Bis sie das alles da so rein transportiert haben. Ah, Häuser stehen schon. Das ist schon mal toll. Die Häuser stehen schon. Das ist prima. Kurz gucken, kann ich mir gönnen. So, hier drüben wird das produziert. Nee, die Wildschweine müssen da weg. Da geht kein Weg dran vorbei. Was ich mich jetzt frage, mache ich da nochmal oder mache ich was anderes? Das überlege ich wirklich. Ich habe ziemlich viel Weizen, wenn wir genau sind. Ich habe mir überlegt, wir machen da jetzt mal was ganz Besonderes. Und zwar bauen wir das jetzt einfach so hier hin. Und dann machen wir da Kartoffeln drauf. Kartoffeln wird irre. Und dann bauen wir ein Lagerhaus. Kann ich das hier hinstellen? Perfekt. Das verwalten wir. Da verbieten wir alles, bis auf Kartoffeln. Und dann ist das Lieferziel für den da. Und dann gucken wir mal. Man kann das auch nicht ausbauen, nee. Kann ich denn im Technologiebaum noch irgendwas erforschen? Das wird eher nichts. Gut. Dann gucken wir nochmal nach weiteren Häusern, ob ich hier noch irgendwie was unterkriege. Hier so an der Stelle wahrscheinlich nicht, ne? Gut, dann müssen wir das so machen.
gucken wir mal hier. Da könnten wir noch eins hinstellen. Und dann dahinter. Prima. Dann machen wir das mal. Da werden jetzt ein Lagerhaus gebaut und Kartoffeln. Das wird irre. Das wird irre. Wie sieht denn hier das Ganze aus? Das sieht auch gut aus. Wie ist mit der Medizin? Das könnte ein bisschen steiler gehen mittlerweile. Da werden wir sicherlich auch nochmal irgendwas machen müssen mit der Medizin. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist auch kein Problem. Das können wir ja dann eben auch hier. Da können wir ja dann nochmal hier so eine. Ich mache da nochmal eine Straße zwischen. Ich finde das immer optisch ein bisschen schöner. Und dann tüdeln wir halt hier. Bis hier so. Medizinische Kräuter hin. Und wo er die dann hinbringt, ist mir relativ egal. Erstmal.